Und die da wandeln in der Finsternis, so heißt es in der Heiligen Schrift. Dass wir in der Finsternis wandeln, bedeutet nicht, dass wir nicht geliebt sind. Vielleicht sind wir gerade deshalb geliebt. Und im Stundenbuch von Rainer Maria Rilke heißt es: Ich liebe meines Lebens Dunkelstunden. Denn man kann nicht immer nur hell haben. Es muss manchmal auch Finsternis da sein. So sehr wir das Licht lieben und so sehr alles Leben im Licht gedeiht, wir denken nur an die Pflanzen und wir denken an das Pflanzenhafte, an das Vegetative in uns selbst, so ist doch die Nacht notwendig und die Finsternis, dass wir in unserer Inwendigkeit finden und in dieser innersten Inwendigkeit zu jenem Licht, das Jesus Christus das Gottesreich nennt. Wenn wir nur das äußere Licht hätten, würde das nichts nützen. Wir brauchen den Zugang zu unserem innersten Licht, zu unserem Wesens-Ich, zu unserem wahren Selbst. Was dann geschieht, ist anders. Ist anders wie das Leben, das wir sonst leben. Sicher, wir leben weiter, aber wir leben aus einem anderen Grund heraus. Und darum ist dieses Offenbarwerden dieses innersten Lichtes das ganze Geheimnis der Evolution. Denn diese Entwicklung, um die es geht und die ja ausgedrückt ist, wir sprachen ja gestern schon davon, von dem himmlischen Jerusalem, in dem die Menschen anfangen, aus ihrem Innersten zu leuchten, das ist der Sinn, um das es eigentlich geht. Wir haben alle etwas Verborgenes in uns und dieses Verborgene ist heimelig, ist himmlisch und daraus ist auch der Begriff des Himmels etymologisch geworden. Dieses heimelig Verborgene. Dieses aus einem anderen Licht sehen. Dieses andere Licht vermag auch in der Finsternis zu leuchten. Und dieses Licht, das in der Finsternis leuchtet, das ist aufgegangen in der Christnacht, im Symbol, aber auch in einer höheren mystischen Wirklichkeit. Es ist sicher eine andere Frage, die Frage der Macht. Denn Macht ist ja etwas, das mit einem Mögen zusammenhängt und mit einem Machen. Im Buddhistischen hat Machen und Macht eine ganz enge Beziehung. Denn wenn ich etwas mache, dann will ich damit etwas erreichen. Und viele Menschen machen etwas, um zur Macht zu gelangen. Es ist gar nicht gut, wenn wir so viel machen. Weniger wäre mehr. Wenn wir gewissermaßen in der Grenze der Möglichkeiten blieben. Darum ist ja auch immer die Frage bei der Macht, die Möglichkeit, um die es geht.
allen Menschen und jedem einzelnen Menschen ist eine Möglichkeit gegeben und zu gleicher Zeit auch eine Macht. Gerade Rilke schrieb von der Macht, die Gott einem jeden Menschen aus seiner Allmacht gegeben hat. Wir haben aus seiner Allmacht etwas, das jedem von uns zur Verfügung steht. Es kommt sehr darauf an, wie wir diese Allmacht, diese Macht gebrauchen. Sie steht uns für irgendeine Zeit in der Ewigkeit zur Verfügung. Von jetzt auf nachher, von einem Augenblick auf den anderen, kann uns diese Macht wiedergenommen werden. Darum ist es sehr wichtig, dass wir uns wohl überlegen, aber dass wir uns auch mit unserem Herzen bewusst sind, was wir mit dieser Macht anfangen. Und darauf kommt es letztendlich an. Denn das innere Gericht, das jeweils jüngste Gericht in uns, das sagt uns, ob wir die Macht richtig gebrauchen und ob dieses Machen, das uns so ermöglicht ist, dass wir das aus der richtigen Gesinnung heraus meistern. Also es spielt bei der Macht, beim Machen und bei der Macht die Gesinnung eine ganz wichtige Rolle. Es geht nicht darum, dass sie etwas machen, dass sie es kausal richtig machen, dass sie es technisch einwandfrei machen. Nicht darum geht es, sondern es geht darum, dass sie es mit ihrem Herzen machen, dass sie auf der einen Seite die logisch-kausale Seite, das Vergängliche, richtig tun, und dafür lernen wir ja und studieren, und jeder hat, sammelt seine Erfahrungen. Aber auf der anderen Seite, dass das, was wir tun, aus der Einheit und der Innigkeit des Herzens getan wird. Und dass dieses Beide gewissermaßen das Kreuz ist, und in dem Mittelpunkt dieses Kreuzes ist das Herz, so wie wir es oft da abgebildet sehen, oder die Rose, wie es bei den Rosenkreuzern ist. Möge die Rose blühen an deinem Kreuz. Das ist es, das wir oft vernachlässigen. Es geht immer nur um das Sachliche. Es geht immer nur um die Macht im Machen und Mögen. Und alles das, was wir heute sehen, Gewerkschaften und alle diese Dinge, die haben ja einen ganz besonderen Machtbezug und gebrauchen auch die Macht, um etwas durchzusetzen. Wobei dann aber die eine Macht, die mit der Allmacht des Göttlichen zusammenhängt, mit der Allmacht der Liebe, oft außer Acht gelassen wird. Die Dunkelheit und die Finsternis, das ist die subjektive Dunkelheit. Ich kann nicht sehen. Ich gebe mir Mühe. Es ist, wie wenn ich erblindet wäre. Es ist Licht da, aber ich sehe es dennoch nicht. Das ist es. Dieses subjektive Erblinden, das ist die große Gefahr. Es ist gar nicht so schlimm, wenn wir in irgendeiner Weise in einer Nacht uns befinden. Aber
wenn wir den individuellen Bezug von uns nicht mehr finden, wenn wir die erlösende Kraft, die da wartet, nicht mehr finden, dann fängt das Leben an, aus dem Sinnvollen in das Zweckmäßige herunterzufallen. Wir haben heute fabelhafte Systeme der Zweckmäßigkeit auf dem kaufmännischen, auf dem technischen, auf allen möglichen Lebensgebieten. Aber das ersetzt nicht das Sinngemäße. Denn das Sinngemäße, das ist an sich jener Sinn, von dem es heißt bei Lao Tse, der Sinn, den man noch sinnen kann, ist nicht der ewige Sinn. Das heißt, wir können mit Ratio das, was notwendig ist, nicht ausfüllen. Die Zeit ist nicht erfüllt durch die Ratio. Es muss, damit die Zeit erfüllt ist, etwas hinzukommen. Etwas, was mit Liebe zusammenhängt. Etwas, was mit Demut oder Dienmut zu tun hat. Und das ist eine so wichtige Sache, weil es ja nicht nur den einzelnen Menschen, nicht nur Gruppen von Menschen, sondern ganze Völker betrifft. Und das, was eigentlich die ganze Welt in eine Gefährdung bringt, hängt damit zusammen, dass wir diese Ganzheit nicht mehr finden. Wir sehen nur noch das Halbe. Wir perfektionieren das Halbe. Wir perfektionieren das Bild, Imago. Aber wir sehen nicht hinter das Bild. Wir sind nicht wie der Cusanus, der seinen Kopf durch die Hülle der Erde steckt und auf der anderen Seite jenes Symbolum, jener anderen Zusammenhänge findet, die man gar nicht erwartet, die Zahnräder und alles das, sondern wir sind so, dass wir meinen, die andere Seite ist genauso wie diese Seite hier. Die Transzendenz, das Jenseitige, würde genau dorthin passen. Und darin irren wir eben. Wir spekulieren und wir stoßen in die Inwendigkeit vor. Wir denken beispielsweise an das Forschen nach dem Tod, was geschieht bei den Reanimierten. Und wir bedenken nicht, dass das, wohin wir dort kommen, doch erst der Vorhof dessen ist, was das andere ist. Es ist nicht der eigentliche Tod. Es ist nicht das Jenseitige. Wenn wir das, was Finsternis und Licht ist, zusammen betrachten, so wie es in den Heiligen Schriften enthalten ist, gibt es nur ein Leben. Und ist der Tod überwunden durch den Sieg? Das heißt, der Tod ist nur ein Durchgang. Es ist ein Durchstoß in ein anderes Sein hinein. Da aber wir in unserem vergänglichen Sein, in unserem leiblichen Sein, das andere nicht fassen können, da das Ewige sich durch das Begrenzte nicht fassen lässt, darum können wir uns auch keine Vorstellung machen.
Darum ist alles das, was erscheint, anders als wie das, was eben nicht in die Erscheinung treten kann. Wir versuchen natürlich, Erscheinungen herbeizuführen, aber das ist es ja nicht, sondern es ist etwas anderes, es ist die Wüste, so wird es in der Heiligen Schrift dargestellt. Es ist zuerst einmal, auch wie es im Indischen ist, das Nirvan. Es ist das, das eigentlich die große Lehre es ist, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben. Das ist auch die ganze chinesische Weisheit. Wir müssen die Lehre ertragen können, die Lehre mit 2e geschrieben. Wir müssen uns lassen können in die Wüste hinein. Und wir müssen erfahren, dass nur dann, wenn wir die Kraft haben und den Mut und die Gesinnung, die Wüste zu ertragen und auch eine Offenbarung wieder zuteil wird. Denken Sie daran, wie dieser Jesus, dessen Geburt wir feiern, eben als er getauft worden ist, in die Wüste ging und wie auch ihm das Gegenbild der Wüste, der Satan, der Mephisto erschien, und ihm alle Bilder und allen Reichtum dieser Welt angeboten hat. Wie er aber die Wüste vorgezogen hat. Und wie wir in der Lage sind, in der Wüste zu überwinden. Die Macht, die wir im Allgemeinen gebrauchen, die Macht dieser Welt ist ja auf dem Gegenteil der Wüste aufgebaut. Ist ja aufgebaut aus den vielen Bildern. Und wir möchten immer mehr Bilder besitzen und mehr Reichtümer haben und mehr Vorstellungen und Imaginationen. Und wir jagen insofern den Bildern nach und sind in Wirklichkeit in dem Bereich der Magie. Denn Magie ist ja Imagination. Aber das, wo der ganze Reichtum ist, und das ist das Paradoxe, das ist an sich die Wüste, das ist das Leere. Denn in diesem Leersein ist das, wartet das Unbekannt Neue. Und wer reif ist für das Unbekannt Neue, der hat alle Möglichkeiten der Befreiung und der Erlösung. Denn sonst bleiben sie in dem Circulus Viciosus. Sie bleiben in dem Zwanghaften drin und sie können die Grenzen der Zeit in die Ewigkeit nicht durchbrechen. Sie bleiben auch für die Ewigkeit in der Zeit. Und das ist Hölle. Hölle ist die Zeit, selbst wenn diese Zeit schön wäre, selbst wenn sie herrlich wäre, aber sie wären genötigt in die Zeit und in den Raum, das wäre Hölle. Dadurch, dass das Vakuum da ist, geschieht das Wunderbare. Darum ist das, was wir auch immer überwinden müssen, auch in der Psychiatrie überwinden müssen, nämlich Horror vacui, den Schrecken vor der Angst, vor der Leere. Sehen Sie zu, dass Sie das überwinden. Das Leben
dessen, deren wir da feiern in der Christgeburt, ist das Leben, das die Angst überwunden hat. Dass damit, dass er in der Lage war, ganz in die Wüste zu gehen, geht in euer stilles Kämmerlein, wenn ihr betet. Diese Macht, die wir hier gewinnen, überwindet alles. Aber nichts ist für die Menschen so schlimm, als wie eben in diese Wüste zu gehen. Hier haben sie natürlich genau das, was in dem ganzen Leben Jesu Christi sich ereignet hat. Er ist der Überwinder des Todes. Denn der Tod, das Ende von dem Anfang, das ist nun einfach Finsternis. Finsternis für den sinnlichen Menschen. Und die Angst vor dieser Finsternis kann Menschen jahrelang durchziehen und sie lebensuntüchtig werden lassen. Das Leben in der Schönheit, in der Fülle, das Frohsein, das ist nur ein Leben, das den Tod überwindet, das die Vorstellung des Todes überwindet. Und diese Vorstellung des Todes, diese Begrenzung, kann nur dann überwunden werden, wenn wir uns lassen, wenn wir in jene Gelassenheit kommen, die sich in dem Bewusstsein an sich anbietet, indem wir sie erkennen, als etwas, das uns das Leben nie verloren geht. Wir sind in ein Leben gestellt, das nicht begrenzt ist. Wir sind in eine Ewigkeit gestellt. Wir sind in ein Bewusstsein gegeben, das ist. Es hängt aber davon ab, ob wir dieses Bewusstsein ergreifen oder ob wir uns eben doch in die Abhängigkeit einer Angst hineinbegeben, dass dieses Bewusstsein aufhört. Es ist in einem jeden Menschen die Möglichkeit gegeben, die Ewigkeit schon in der Zeit, in der er lebt, zu erfahren und sie zu seinem Eigentum zu machen. Denn das Eigentum der Ewigkeit, das wir haben, das ist der eigentliche Schatz. Überall dort aber, wo sie im Zweifel sind und wo sie an das Ende kommen und wo der Schatten des Todes ihr Tun belastet, überall dort werden sie wieder von vorne beginnen. Sie werden immer wieder mit einer Angst beginnen. Und Angst ist ja eine Enge. Sie werden immer wieder in einen Mutterschoß kommen. Sie werden immer wieder in eine Hülle hineinkommen. Wie diese Hülle auch ist, also auch in einen Leib. Und haben daher so lange damit zu ringen, bis sie endlich frei werden, und eine Freiheitsmöglichkeit ist uns angeboten in der Geburt Christi. Das ist das Mysterium. Und wenn ihr nicht wiedergeboren werdet im Wasser und im Geist, dann werdet ihr nicht in das Gottesreich kommen. Es muss
so etwas wie eine Geburt stattfinden. Es muss ein Durchbruch stattfinden. Denn wenn wir subjektiv von irgendeiner Geburt sprechen, so sind wir es ja. Wir stellen uns nicht vor, sondern wir haben ja die Geburt erfahren. Etwas in uns, ein wahres Selbst, hat sie erfahren. Und wir sind durchgebrochen und sind in ein Bewusstseinsfeld gekommen, das uns geholfen hat. Und die Wiedergeburt, die eigentliche Wiedergeburt, nicht die Reinkarnation, sondern die geistige Wiedergeburt in Christo, ist wieder ein Durchbruch. Ein Durchbruch in ein Bewusstsein, das uns frei macht. Das Freimachen heißt, uns hilft, aus unseren Ängsten zu kommen und uns dabei zu befreien. Wenn Sie die Heilige Schrift lesen, so sehen Sie überall dieses sich befreien. Sie finden es vor allem Dingen in den Zahlen und Sie sehen, wie die Ordnungen der Zahlen für unsere Existenz, in der wir hier sind, eine ganz große Rolle spielen. Hier können Sie zu Ihrem Erstaunen erfahren, dass alle die Namen und die Geschichten, die im Alten Testament sind, an Zahlen gebunden sind. Denn schon das Wort, das Alphabet, ist eine Zahlenordnung, eine Mystik der Zahlen. Und in diesen Zahlen ist das enthalten, was die Begrenzung dieser Welt ausmacht. Das bedeutet, dass wir, so wie wir eingetaucht sind in das Inkarnat, in das Fleischliche unserer Existenz, wir in die Abhängigkeit der Zahlen gelangt sind. Darum die mystische Zahl, die immer wieder auftaucht und die immer wieder die Gesetzmäßigkeit und die Ordnung zeigt und uns auch zeigt, in welche Reifen wir gekommen sind. Denn jedes Leben steht unter den Ordnungen der Zahl. Wenn sie durchbrochen sind, in das neue Bewusstsein, siehe ein Meister Eckhart, in dem Augenblick gibt es keine Zahl mehr. Das Leben der Mystik ist das, dass die Zahl verschwindet, dass sie in ein ganz anderes Leben kommen und daher auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, dieses Leben, dieses andere Leben, das sie erwartet, symbolisch oder wirklich in eine Vorstellung zu bringen. Es ist ein Durchbruch in etwas anderes hinein. Und dieses ist es, was uns natürlich schwer macht, die Zusammenhänge zu sehen. Und doch ist es so, dass alles das, was diese ganzen Welten ausmacht, die ja, man könnte sagen, wie sagte es einmal Einstein, die ineinander geschachtelt sind, so wie wenn sie Pakete haben, eines, das größer ist, und wie das andere, sie ineinander bringen können, so wie jede Dimension in der anderen eigentlich verankert ist, so
besteht eine Relation zu den anderen Welten, zu diesem Anderssein. Und es geht darum, dass wir das nicht nur in unserer Ratio denken, sondern dass wir das erleben und erfahren. Und diese Erfahrung hat der uns vorgelebt, dessen Geburt wir feiern. Nämlich, dass er die große Wandlung und den großen Durchbruch zeigte und dass er anders wie die Gurus und wie alle die, die ja auch wunderbare Eigenschaften und Fähigkeiten hatten, an sich selbst und durch sich selbst diese Durchbrüche offenbarte, wobei die Feste, die wir feiern, wie beispielsweise Ostern oder Pfingsten, jeweils uns einen Einblick gibt in dieses Anderssein, das aber doch in der Verschiedenartigkeit, in der Variabilität letztendlich in einen wunderbaren Kosmos einmündet. Bis wir das Auge dieses Kosmos bekommen. Thea de Chardin und Paracelsus waren es, die vor allem auf den kosmischen Christus hingewiesen haben. Auf den, der uns hilft, durch alle Dimensionen hindurchzubrechen und das große Ganze zu erkennen. Dass wir nicht am Kleinen hängen bleiben, nicht an den Ängsten, wo wir nicht mehr weiter wissen und wo uns zur Erklärung nur das Wort Tod übrig bleibt. Darum heißt es ja, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Es ist notwendig, dass wir erfahren, dass wir durchbrechen können. Wenn das der Menschheit zuteil wird, diese Erfahrung, dass das, was wir den Tod nennen, nicht irgendwie ein Ende darstellt, sondern im Gegenteil einen Durchbruch darstellt, dann ist das der Anfang des Friedens. Dann bricht ein anderer Friede ein. Nicht ein Friede, der aus der Angst kommt, dass man eben sein Leben verliert, sondern ein Friede, der hinter allen Grausamkeiten und Ängsten und Nöten und Begrenzungen wartet und uns den Durchbruch gibt in unser eigentliches Leben, in unser eigentliches innerstes Daheimsein. Dieses uns vor Augen zu führen, dieses zur Erkenntnis zu bringen, nicht nur im Geistigen, nicht nur in der Ratio, nicht nur in den Vorstellungen, sondern in der Ganzheit der Erscheinung, in dem, was da aus dieser Gestalt zum Leuchten kam, das ist das wunderbare Geheimnis jenes Jesus Christus, der darum auch über die Zeiten hinweg leuchtet in seiner Einmaligkeit und dessen mystische Kraft alle Zeitalter durchdringt und in einem jeden Menschen gegenwärtig ist, in einer Schwingung und in einer Wellenlänge, deren er sich bedienen kann und die wir den Logos,
das Wort, den Namen und zu gleicher Zeit auch das lebendige Leben nennen.